Hi Folks und herzlich willkommen zu meinem ersten Vlog. Warum ich bei Vlog diese bestimmte Betonung habe und vieles weitere, das erfahrt ihr am besten, wenn ihr einfach dran bleibt. Viel Spaß! Bernies Vlog. Ja, also die Idee, einen Vlog zu machen, war ja schon ein bisschen länger da. Dummes Zeug, kann ich ja sowieso immer quatschen. Bin ja eine Labertasche. Und ja, dann habe ich erstmal kurzerhand ein Intro erstellt, wo mir dann aber noch so ein bisschen Hintergrundmusik fehlte. So, an der Stelle erstmal vielen Dank an Basti, aka El Basto, denn der hat mir das mit dem Bernies Vlog eingesprochen. Wie gesagt, vielen Dank. Und ja, er war auch derjenige, der mir sagte, hey, du kannst doch nicht Vlog sagen, es heißt Vlog. Deswegen auch eben diese gesichtsverzogene Geschichte, denn ich finde, Vlog hört sich irgendwie, ja, kacke an. Einfach mal so gesagt. Und ich finde einfach, Vlog hört sich viel cooler an. Gut, er sagte mir dann aber, kannst du nicht bringen, heißt Vlog. Bin ja eigentlich immer jemand, der jetzt nicht unbedingt so nach der Norm ist, und wenn 100 Leute Vlog sagen, bin ich der vielleicht einer davon, der dann Vlog sagt. Gut, jetzt sage ich auch Vlog. Wenn es eben so heißt, dann muss ich es eben auch so nennen. So, ja, ich sitze jetzt hier und ehrlich gesagt, ich weiß überhaupt nicht wirklich, was ich euch erzählen will oder beziehungsweise erzählen soll. In diesem Sinne, auf jeden Fall stelle ich mich nochmal kurz vor. Also, ich bin Bernie81 und bin, ja, ich bin Zocker. Ich zock eigentlich schon, ja, keine Ahnung, ewig irgendwie gefühlt. Irgendwie C64, Amiga 500, so davor Atari, schieß mich tot, keine Ahnung, welche Nummer der jetzt hatte. Und dann ging das immer irgendwie so weiter. Game Boy, Super Nintendo. Früher auch immer oft beim Schulkollegen NES gezockt. Ja, auch ganz lustige Anekdote. Wenn der ein neues Spiel hatte, da kannst du nicht meinen, dass du einfach mal so zocken durftest. Nein, wenn du die Anleitung vorher nicht gelesen hattest, dann ist da nichts mit zocken gewesen. So war das, ja. Früher gab es ja zumindest auch noch eine Anleitung, ne? Ja, auf jeden Fall ging das dann immer irgendwie so weiter, bis ich dann irgendwann mal meinen ersten Rechner hatte. Natürlich irgendwie so ein Fertigrechner von, keine Ahnung, ich glaube Karstadt war's. Und ja, ich glaube, dann hatte ich irgendwie noch einen Fertigrechner und dann irgendwann mal wurde es dann auch besser. Dann hat mir ein Kumpel den Rechner zusammengebaut und ja, seitdem ist Konsole für mich eigentlich gestorben. Also ich bin 100% PC-Gamer. Ich zock selbstverständlich auch Spiele mit dem Pad. FIFA zum Beispiel oder diverse Autorennen. Also ich habe meinen Rechner ja noch an einem großen Fernseher zusätzlich angeschlossen. Und ja, für solche Spiele switche ich dann einfach mal um. Setze mich auf meine schöne Unboxing-Couch, die die meisten von euch ja auch kennen. Und ja, dann wird da mit dem Pad gezockt. Aber halt auf dem Rechner. Denn ich bin ein Rechnerkerl. Ja, was soll ich sagen? Gaming Community Bielefeld kennen mittlerweile die meisten, die meine Videos kennen, zumindest auch. Für alle anderen, da erkläre ich es nochmal kurz. Die Gaming Community Bielefeld, 4Gamers and More. Ja, eine kleine Community gegründet, um andere Leute zu treffen, um mit denen zu zocken, um sich übers Zocken auszutauschen. Und ja, das jetzt aber nur mal so ganz kurz angerissen. Wer da noch mehr zu wissen möchte, der schaut einfach mal bei Facebook, 4Gamers and More, unsere neue Homepage. Oh, habe ich neue Homepage gesagt? Ja, es wird einige Neuerungen in Sachen Folgemass und More demnächst mal wieder geben. Da verrate ich jetzt aber noch nicht zu viel, denn sonst mache ich hier wieder alle heiß und dann, wir wissen noch gar nicht, was dabei rauskommt.
Auf jeden Fall wird was passieren. Ja. Ja, was soll ich sagen? Ich bin noch 33, 81er Baujahr, deswegen auch mein Spitzname, Bernie 81. Und ja, ich bin jetzt seit über 9 Jahren mit meiner Zockerbraut Metal Tiffy zusammen, glücklich vergeben. Und ja, die lässt mich auch mein Hobby auf jeden Fall ausleben, was ja nicht nur das Zocken ist. Bin ja auch Vollblut-Armine, absoluter Fußballfan. Arminia ist für mich ganz, ganz wichtig. Ist mehr als nur Sport. Da bin ich dann jedes zweite Wochenende im Stadion mit meinen Jungs von Ostwestfalens Patrioten. Und ja, wie gesagt, ich kann auf jeden Fall meine Zockerei und den Fußball alles komplett ausleben, weil mein Schatz mich das machen lässt. Und ich bin ja so ein bisschen verrückt und meine Nerdzentrale, wie ich immer so schön sage, die ist auch auf jeden Fall ziemlich gut ausgestattet. Und wenn ich nicht so eine, ja, ich sag mal, verrückte Freundin auch hätte oder beziehungsweise Verlobte, dann, ja, dann wird es hier auch nicht so aussehen, wie es hier aussieht. Wie es hier genau aussieht, falls euch das interessiert, könnte ich ja durchaus mal so eine kleine Roomtour machen. Ja? Haut's doch einfach mal vielleicht in die Kommentare, ob ihr Bock habt, mal meine Nerdzentrale ein bisschen näher kennenzulernen. Denn ja, also ich fühle mich hier pudelwohl und ich kann mir vorstellen, dass es mit Sicherheit den einen oder anderen gibt, der sich hier auch wohlfühlen würde. Ist aber meins. Das hier kein rein, außer wenn er gegen mich mal eine Runde zocken möchte. Nein, Quatsch. So schlimm ist es auch nicht. Ne? Ja, ich sitze hier, ich labere mir einen Wolf. Ich labere jetzt wahrscheinlich den größten Scheiß, den es gibt. Ist, wie gesagt, mein erster Vlog. Mein erster Versuch eines Vlogs. Und ja, was soll ich denn euch noch Schönes erzählen? Ja, kommen wir einfach vielleicht nochmal zum Thema Vlog. Ich mache ja also die Luke Raider Unboxings und ich habe mir irgendwie gedacht, ja, irgendwie so ein bisschen was anderes möchte vielleicht doch noch machen. Ja, und deswegen, wie gesagt, so ein Vlog, da kann man einfach mal so frei rumquatschen. Ich werde hier auch nichts schneiden. Ob es euch gefällt oder nicht, das ist so, wie es ist. Ne? Vielleicht verplapper ich mich mal oder ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber ich lasse das einfach so laufen und gucke einfach mal, was dabei rauskommt. Ne? Und ja. Ja, um jetzt auch mal vielleicht mal nochmal zum Zocken zu kommen. Auf welche Games freue ich mich oder beziehungsweise was zocke ich eigentlich momentan? Also ich bin immer noch bei GTA 5. Zocke ich mal mehr, mal weniger. Finde ich, ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Manchmal gehst du ins Spiel rein und du läufst da irgendwie 1,5 Stunden durch die Stadt und im Endeffekt hast du keine Mission gemacht. Ne? Also ja, ist einfach so. Kannst du auch einfach so mal durch die Gegend fahren oder haust irgendwelchen Leuten was auf die Fresse oder was auch immer. Möglichkeiten gibt es ja genug, ne? Und ja, ich habe mir jetzt zwei Games vorbestellt. Und zwar zum einen, jetzt kommen gleich wieder die ganzen Hater. Nein, also ich habe mir Black Ops 3 vorbestellt. Und ich hoffe, dass das Spiel so geil wird, dass ich mir das nächste Call of Duty vielleicht einfach mal nicht kaufe. Ja, habe ich ab und zu auch schon mal gesagt, ich setze jetzt mal aus. Habe ich nicht, ich habe alle Teile. Aber ich hoffe wirklich, dass Black Ops 3 so richtig, richtig, bam, Alter, richtig, richtig reinhaut, weil Treyarch hat mich bis jetzt noch nie enttäuscht. Alleine schon, was die Zombies angeht, immer Hammer. Das ist einfach richtig, richtig geil und ich freue mich mega drauf. Auch wenn die meisten Leute, ja, wir hätten gerne mal wieder den Zweiten Weltkrieg und irgendwie viel zu viel Zukunft, bla bla. Also das Advanced Warfare fand ich eigentlich cool. Irgendwie
habe ich zwar nicht so viel gespielt, aber es war nicht so scheiße wie zum Beispiel Modern Warfare 3 oder Ghost. Für mich die schlechtesten Teile von COD. Gut. Kann man drüber streiten, muss man aber nicht. Ist auch Latte. Und zudem habe ich mir dann noch bestellt das neue Need for Speed. Habe ich richtig Bock drauf. Ich hoffe, es wird gut. Und um nochmal ganz kurz auf Black Ops 3 zurückzukommen. Ich habe mir auch die Juggernaut-Edition bestellt. Ich bin nämlich wirklich so jemand, der, wenn es eine geile Collectors-Edition gibt, bestelle ich die. Und bei der Juggernaut-Edition gibt es einen Kühlschrank. Ja, die Größe passt ungefähr. Der aussieht wie so ein Automat aus dem Zombie-Modus von Call of Duty her. Und da ich diesen Zombie-Modus einfach vergöttere, muss ich diese, ja, Version einfach haben. Und deswegen habe ich sie auch bestellt. Ja, in diesem Sinne, genug gelabert. Mir fällt auch jetzt gerade nichts mehr ein. Fürs Erste soll das dann auch reichen. Was mich auf jeden Fall freuen würde, ist, knallt doch einfach mal, ob jetzt direkt bei YouTube oder bei Facebook, irgendwie was unter das Video, was ihr gerne im nächsten Vlog sehen würdet. Habt ihr Fragen oder sonst was? Ja. Und ich denke, ich werde auch einfach so weitermachen, werde mir nichts vorher zurechtlegen, sondern einfach drauf losquatschen, gucken, was da kommt. Und ja, wie gesagt, in diesem Sinne, die Roomtour, wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt es auch in die Kommentare, dann mache ich eine kleine nerdzentralen Roomtour. Und ich sag bye bye, adios, das war Bernies erster Vlog. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.